Moin Mädels, ne? Moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar ist das die zweite Folge des neuen Projektes Herzig 2. Vielleicht kennt ihr das von damals mit Hand of Blood, der sitzt übrigens gerade hier neben mir. Schönen guten Tag. Hey Kalle, hallo. Ja. Und der hat ja mit dem Sterzig damals das Projekt Herzig in Minecraft ins Leben gerufen. Das ist ein Hardcore-Projekt, da geht es darum, wenn du verkackst, dann bist du tot und musst neu anfangen. Wir wollten dem Ganzen ein bisschen mehr Spice geben. Wir machen das Ganze in Diablo 2 Resurrected. Da kam ja letztens ein Release von dem Remastered-Spiel heraus. Und naja, wir haben ja auch alle mitbekommen und ihr wahrscheinlich auch. Und wenn ihr es noch ein bisschen genauer wissen wollt, schaut natürlich gerne die erste Folge, die unten verlinkt ist, bei Henno auf dem Kanal mit an. Denn da haben wir auch lang und breit nochmal erklärt, warum wir das Ganze hier machen. Ganz kurz angeschnitten an dieser Stelle, wir sammeln Spenden für ein Projekt, das sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt. Und das Ganze verknüpfen wir mit diesem Spiel. Es gibt ein Register an, Bestrafungen. Es gibt ein Regelwerk, was wir aufgestellt haben. Das bedeutet, wenn wir sterben, dann müssen wir im echten Leben uns einer kleinen Strafe unterziehen. Und es gibt natürlich auch, je nach Spendenstand, Meilensteine. Jetzt haben wir uns gedacht, ja, es ist ja ganz entspannt. Ne? Wir machen hunderte Schritte. Ich schaue mal ins Projekt rein. Wer weiß, wer so spendet. Wer weiß, ob überhaupt irgendjemand spendet, so nach dem Motto. Und dann ich habe ja den einzigen Erfahrungswert so von meinem Dark Souls Let's Play, wo halt es die Möglichkeit gab zu spenden fürs Tierheim, also nochmal eine andere Sache. Aber da gab es jetzt keinen Aufhänger, dass ich das irgendwie mit dem Projekt krass verbindet, sondern einfach nur so die Möglichkeit, weil ich das immer als Strafe in Anführungszeichen gemacht habe. Ja. Deswegen, ich dachte, also ich habe das gestern da eingetragen, ja, so 100er Schritte. 100er Schritte, genau. Also ich zeig mal nur quasi, was wir uns ausgedacht hatten. Also die Meilensteine. Hier, 100 Euro, das beste Item wird abgeworfen. 200 Euro, die nächste Folge wird nur mit Standardangriffen gespielt. 250 Euro, wieder ein Item weg. 350 herangezoomt spielen. Na, ihr seht schon, wir haben uns ein paar Sachen hier ausgedacht. Der Max hat das hier alles notiert. Und das geht bis 1300 Euro. Und da hat man ja schon einige Sachen mit dabei. Zum Beispiel auch mit dem Oldschool-Look und ne, mit dem Ranzoom. Oder dass man das ganze Gold ausgeben muss, was am Anfang auch echt schmerzt. Dann scroll ich jetzt hier mal hoch. Und wir sehen einen Spendenstand von 6.330 Euro in nicht mal 24 Stunden. Wir haben in der ersten Folge ja gesagt, dass wir zusammenhängend aufnehmen. Leider hat Blizzard uns da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Server waren erwartungsgemäß voll. Aber die Erwartung... Nee, unerwarteterweise. Unerwarteterweise. Der Andrang war so hoch. Also es war ein typischer Blizzard-Release. Ja, auch sehr schönes Bild hier von Henno hier übrigens vom Projekt. Das bedeutet, wir haben jetzt alle uns selber aufgestellten Meilensteine geknackt. Vielen lieben Dank natürlich an alle, die sich hier schon beteiligt haben. Wir haben alle Meilensteine geknackt. Damit ist das Projekt auch abgeschlossen. Wir gehen jetzt Bungee-Springen und dann haben wir es geschafft. Ja, das bedeutet, wir müssen uns natürlich jetzt erstmal ein paar Gedanken machen. Wir würden uns natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren natürlich dazu nochmal beteiligt, auch gerade was so Meilensteine angeht. Weil wir müssen natürlich jetzt mal ein bisschen überlegen. Na, das können wir jetzt natürlich. Ja, gebt da Gas, seid kreativ. Ihr spielt das Spiel auch. Was sind coole Meilensteine, was sind coole Handicaps? Wir haben natürlich auch noch welche auf Lager, aber ich dachte mir, ich mache jetzt erstmal bis 1300, dann schlafen wir drüber und dann gucken wir morgen früh, wie der Lachs so läuft. Ne? Ja. Dann sitzen wir da gestern, essen da Pizza und sehen, gestern Abend waren schon über 3000. Stimmt, Und heute hat einfach eine Person 2000 Euro gespendet. Ja. Also eine Person hat uns schon auch alles kaputt gemacht. Ja, danke dafür, Digga. Aber er schreibt auch die absolut wichtige Aktion, diese Situation braucht weiterhin Sichtbarkeit, viel Erfolg. Also generell vielleicht, ich würde nur einmal kurz darüber reden wollen, so, ihr müsst jetzt hier nicht krass spenden, ne? Also, nicht, dass ihr euch irgendwie berufen fühlt, hier, oh, Henno und Kalle sagen, ich muss spenden rein und ich bin eigentlich 18, hab kein Geld, also um Gottes Willen. Und, also ich find's auch total in Ordnung, wenn man so ganz, ganz wenig spendet. Ja, so. Also ein Euro oder so. Ja, zwei, keine Ahnung. Ja. So. Mal, überleg mal, jede Person oder alle Zuschauer würden jede Folge 1 Euro spenden, wäre halt insane. Ja, das wäre komplett brutal.
Dann hätten wir sehr schnell viel Kohle zusammen. Dann hätten wir jetzt schon 100.000 Euro. Ja. Also das, ja, ich bin... Also, aber mach, also bitte nicht, weil wir genau. wollen auch halbwegs humanes Gameplay irgendwann ja. erleben. Wir wollen ja auch zocken, denke ich. Entschuldigung. Ja. Genau, das bedeutet, wir haben natürlich jetzt erstmal einen Auftrag. Ja, erstmal nackig machen, oder? Genau, ich finde das sehr schön, dass hier unsere beiden... dass hier unsere beiden Ladies, die unsere Helferin, hier schon richtig abgemurkst neben uns liegen. Vor allem, die haben die wieder rangekarrt, so vom Schlachtfeld, ja. so hier sind sie. So, ja. hä? Gut. Kann man die jetzt wiederbeleben? Ja, ja, du nee, kannst oder? Jetzt, doch, du kannst hier zu Kascha gehen. Und dann, deswegen liegen die hier. Ich habe halt nur nicht genug Geld. Ich brauche 120 und dann, zack, ist deine wieder da. Wenn du, hast du 120 Gold? Aber wir dürfen eigentlich kein Gold benutzen. Wir haben eigentlich, sind wir arm. Ja, aber wir können auch zu Giet noch gar nicht, oder? Naja, Giet steht hier vorne. Ja, aber kann man da schon alles machen? Muss mal gucken, was das so. Mach mal Glücksspiel, muss mal gucken, was das so kostet. Also hier kannst du schon für 908. Aber es bringt ja eh nichts. Also du kannst das ganze Geld da ausgeben, aber du musst ja eh alles wegschmeißen. Naja, warte, nach in der Reihenfolge, Kalle. Gut, also wenn ich jetzt in die Tabelle hier schaue und unsere. Also nach Giet müssen wir noch zwei Items abwerfen. Gut, also wir müssen jetzt vier Items also sowieso schon mal loswerden. Ja. So. Wir das dürfen sind bei mir alle. In der ganzen Folge nur mit Standardangriffen spielen. Ich meine, das ist heute ja, ja, für mich vor allem gar nicht Zauberin. So schlimm. Nee, aber für du mich. Hast richtig Probleme, glaube ich. So, pass mal auf. Lass jetzt erstmal alles abwerfen, ja? Vier Items müssen wir loswerden. Ja. Zack. Aber die vier besten, ne? Die vier Weg besten. Damit. Oder? Ja, ja. Zack, hier. Also, ich meine. Und. Das beste Item ist halt die Waffe in erster Linie. Dann. So, nimm ich. Ja, genau. So, dann hier, der muss auch noch weg. So, oh, das ist auch ein starkes Item. Naja, jetzt ist die Frage, es geht um Waffen erstmal, also Items am Körper. Vielleicht Items. Genau, vielleicht müssen wir es nochmal festlegen, weil es natürlich dann... Trinke, ja, ja, oder? Aber zum Beispiel sind ja Schlüssel oder so sind ja auch Items. Und später, wenn man so riesige Zauber hat, die krasse Werte liefern, müssen wir mal überlegen später, aber jetzt gerade. Aber okay, vielleicht so Ausrüstungsgegenstände. Genau. So, ich habe jetzt einfach nur noch Handschuhe, einen Gürtel und ein paar Schuhe an. Es sieht auch sehr krass aus, muss ich sagen. Alter, so. Ein Sixpack, Junge. Ja. Jetzt müssen wir beide F drücken. Ja, habe ich schon. Und G müssen wir auch. Ja. So. So, jetzt wird alles Gold bei Giet ausgegeben. Warte, ich geh mal hin. Ey, ich halte das keine Stunde durch. Wie sie läuft. Okay, ich knall jetzt rein. Ja, kannst du ja auch rein da, die Murmeln. Die G-Animation von meiner, jetzt merkt man erst, was die so geleistet haben. Oh, Scheiße. Guck mal, wie ich so seitlich gehe, Alter. Oh, muss los, Bruder. Bruder, muss los. Schön Pedalo, Junge. Okay. Scheiße. So, ich kaufe jetzt mal möglichst... Das müssen wir jetzt schlau machen, Kalle. Ja, ja. Ich kaufe möglichst viele Items, weil wir müssen die ja bei... Und dann rüsten wir die nur bei einer Person aus. Ne? Und die muss dann zwei Items nämlich nur abwerfen. Ah, verstehe. Wir machen das jetzt smart. Wir bumsen unsere eigenen Regeln. Pass auf, ich nehme so eine Schärpe mit. Du nimmst zweimal das gleiche, oder? Oh, auch nicht schlecht. Soll ich einfach vier Schärpen? Dann haben wir beide keine. Ich kann sechs Schärpen holen. Dann haben wir beide safe eine Schärpe. Ja, let's go. Man muss halt gucken, ob er immer eine hat im Glücksspiel, ne? Weil Glücksspiel ist immer sehr random. So. Wir haben sechs Stück. Achso, hast du das einfach nur bei Giet im Handel gekauft? Nee, bei Glücksspiel. Ah, okay, krass. Weil er hat ja immer andere Sachen. Nee, man muss aktualisieren. Ja, ja. Dann hat er erst andere. Ach so, du kannst. Ach stimmt, du kannst ja einmal alles kaufen. True. So. Jetzt vielleicht noch sechs Hüte? Ach, wie viel Kohle hast du denn, Digga? Oder sechs, ich habe 9.000 gehabt. Hier sechs schwere Stiefel. Hat der keine Waffen? Doch. Äxte, Säbel, Kurzschwert, Katar. Wir brauchen halt irgendwas zum Draufhauen, ne? Ja, finden wir ja aber auch, oder? True. Ja, also, das Ding ist halt, wir kriegen... Oh, wir werden gleich so aufs Maul kriegen. Naja, egal.
Ich kaufe jetzt. Ja, kauf einfach irgendwas. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, es ist scheißegal. Wenn am Ende irgendwas überbleibt. Okay, jetzt muss ich einmal zur Kiste. Oder warte, ich drop die Sachen mal. Nimm du die mal. Ja, ups. Ja. Nimm du die mal. Ja. So, kannst ja hier jetzt mein Gameplay einblenden. Ist doch nice. Oh, jetzt hat er andere Sachen. Okay. Ich habe jetzt noch Gold für, ja, Eimerhände. Kältewiderstand 5%. Nice. Okay. Also. Warte, wir machen hier mal Schweinehaufen. Komm mal her. Alter, wo kommt sie denn her? Njong, die ist ja richtig durchgelaufen. Ey. Ja, ich kann auch wieder alles droppen. So. Ich sehe reingezoomt gar nicht alles. Ja, das war scheiße. Okay. Ich hab so, das, du kannst auch nicht zocken, das Game, ne? Das ist halt schon schwierig. Alter, Scheiße. Okay, das heißt, ich schau nochmal in die Liste rein. Du hast jetzt, wir haben jetzt den Oldschool, wir haben rangezoomt, Heat ausgegeben und wir dürfen keine Tränke nutzen. Ist auch wichtig. Das heißt, wir müssen einfach immer backporten. So, jetzt dürfen wir theoretisch... Oder, Alter, was? Wir können halt... wir können ja gar nichts machen. Stell dir vor, wir müssen jetzt gegen Schmied kämpfen. Ja. Also, wir, richtig wäre es jetzt, wir nehmen theoretisch jetzt hier was auf, ziehen es an und werfen es dann wieder ab. Das bedeutet aber, weil du so viel gekauft hast, würde ich sagen, wir nehmen uns jetzt hier einfach jeder einen Stiefel und eine Schärpe und dann war es das. Oder? Wie? Ja, und die ziehen wir dann an. Weil wir wenn, in der Reihenfolge ist es ja so, wir geben alles bei Geet aus, ne? Ja. Und dann würden wir es ja anlegen. So, jetzt dadurch, würden wir die beiden besten Sachen wieder, anlegen. Genau, und wieder wegschmeißen. Ja. Aber dadurch, also wir können natürlich gucken, was das Schlechteste von all den Sachen ist, weil du ja, das sind ja, ja magische Sachen. Das sind die beiden schlechtesten Items hier. Also ich habe hier eine Schärpe, die macht 1 zu Stärke. Mehr nicht. Die ist kacke. Ja. Ja, die andere macht hier 8 zu Leben, 14 zu Ausdauer. Ja, das ist krass. Das ist richtig. Oder hier 5 zu Mana. Ja. Okay, ich habe hier eine mit 5 maximale Ausdauer, das ist also die Schärpe, und einmal 1 zu Geschicklichkeit, ich glaube, das ist auch richtig wack. Ja, nee, ich habe ja nur 1 zur Haltbarkeit, nimm die. Oh ja, die ist natürlich besser. Warte mal, wo ist die denn? Nee, schlechter. Okay. So. Wo ist das Ding? Hier links unten in der Ecke. Okay, dann schmeiße ich die restliche Scheiße jetzt auch hin. Ja, schmeißen wir einfach alles auf den Boden hier, die Scheiße. Und dann gehen wir los. Achso, warte, jetzt habe ich die Handschuhe mit dabei. Warte, ich nehme auch noch irgendwelche Kackstiefel. Nee. Ja. So, darf ich denn jetzt meine Aura benutzen? Ja. Es geht ja um die Angriffe nur, ne? Ja, genau. Man darf nur mit Standardangriffen. Gut. So, Kalle. Ich mache 1-3 Schaden. Wir müssen hier nochmal aus dem Lager nur ganz normal rauslaufen, glaube ich. Ja. Wir müssen nochmal gegen die ersten Leute kämpfen. Boxen. Bisschen boxen. Ja. Weil ich darf ja auch hier die Rüstung machen. Ja. Das hilft. Ich tipp dich immer an. Alter Junge, das ist halt... Ja, so war das früher, Freunde. Ja. Also nicht so. Also so, ne? Mit rausgesucht. Aber so, das hat's noch nicht gegeben, glaube ich. Oh, hier ist ein Zombie, Digga. Da ist so 2 drauf. Komm, Box den weg. Die wehren sich halt auch nicht. Ne? Oh, da kam gerade ein Pfeil. Ah ja, wir haben... Ja. Tatsächlich hätte ich dafür noch das Gold, weil Geet gar nicht so günstiges im Angebot hat. Ah, das heißt, deine könnten wir auch noch wiederbeleben. Weil das günstige war 700 oder so. Ja, so erinnere ich mich an das Spiel tatsächlich. Ja. So, auch wie die so am Boden liegen. Die Leute. Ja, ja. Die Pixel-Scheiße hier. Junge, das müssen wir jetzt die ganze Folge machen. Ne? Ja, ist geil. Achso, und wir dürfen keine Tränke benutzen, genau. Genau. Aber wir dürfen natürlich alles jetzt aufsammeln und so. Das ist natürlich jetzt alles entspannt. Und auch anziehen. Aber kein Trank benutzen. Das wird halt richtig. Ich muss unbedingt bei Level Up auf Stärke skillen und dann irgendein Kurzschwert oder so nehmen. Mhm. Also auch eine Draufhauwaffe für diese Folge. Ja. Ey, gut, dass wir die Begleiterin dabei haben, sonst wären wir so am Arsch, ne? Nee, da gehen wir nicht rein. Nee. Ja, ich hoffe einfach nur, deswegen dachte ich, gehen wir hier lang. Dass wir irgendwelche Billo-Items. Ja, voll. Ja, die kann man hier wenigstens auch mit Fäusten ziehen. Das sieht so wack aus. Oh, hier, ein Mana-Schrein. Ich meine, alternativ können wir auch einfach jetzt hier Gold farmen, immer hier ein Gold und uns dann geile Sachen kaufen. Ja, ich habe auch schon... Hier ist Flavi. Ja. Flavi, Digga. Flavi. Nee, da gehen wir nicht rein. Doch, was, echt? Rein. Ja. Das ist die kalte Ebene, die schaffen wir.
Die boxen wir um, die Leute. Sicher? Ja, klar. Ja, hier. Oh, ein Wurfspieß! Nice! Perfekt! Wie hat das wieder? Richtig Bock, Alter. Abfahrt! Ehre. Alter, wie ich einfach direkt eine Waffe gefunden habe. Junge, diese schwarzen Ränder. Oh, lol. Ich hatte den scheinbar noch gar nicht. Bist du ein Noob? Dings. So. Stech ihn ab. Oh, Feuerball. Oh, da kommen hier die Jägerin. Wir dürfen keine Tränke benutzen, denk dran, ne? Ja, ja, ich weiß. Also nicht aber, zu viel wollen. Ja, ja, hier sind halt, das Ding ist halt, es sind übel viele. Und wenn man ja, so nah rangesucht hat, man hat keinen Überblick. Oh, großer Zug. Ja, ja. Aber man darf ja in die Stadt gehen und mit Akara sprechen, ne? Und sich ja, so klar. Heilen. Ja. Oh, aber sie arbeitet sehr gut. Hier auch alles einsammeln, wir brauchen wieder Gold. Wirklich ja, alles. Oder war ein Stab, warte mal. Echt? Ja. Ja. Können. Hier drauf. Jetzt kriegst du mit der Keule. Oh, Alter, Ninja lootet. So. Ja, ist mal eine andere Experience, Leute, ne? Was ich noch gerne gesagt hätte, also alles natürlich auch bei mir unten in der Beschreibung verlinkt, was jetzt die ganze Spendenaktion. Oh. Das ist der Boss hier, ne? Sündenmaul. Oh mein Gott, ich bin richtig am Arsch. Scheiße. Ich auch. Keine Tränke, Digga. Ich mach schon mal ein Notfallportal. Oh. Ich bin vergiftet. Ich habe einen richtig krassen Level abbekommen. Das war wichtig und richtig. Scheiße. Skillen dürfen wir ja. So einer am anderen. Ey, da belebt immer noch einer wieder. Amulett! Oh, Alter, da war ein Amulett, Digga! Oh, Brasilien! Workout! So, jetzt mal beruhigen wir uns erstmal. Dann wollen wir einmal nach Hause. Ja, lass mal einmal in die Stadt. Dann kann ich nochmal ganz kurz erklären. Denn die Leute auf meinem Kanal sind das ja hier nicht gewohnt, dass es solche Projekte gibt. Bei dir auf deinem Uncut-Kanal ist es ja normal. Ne? Lange Videos, viel Gerede, etwas ruhiger. Das bedeutet, dieses Format findet hier im Wechsel statt. Die erste Folge kam jetzt gestern schon bei Henno. Und wir nehmen zweimal die Woche auf. Das bedeutet, jetzt am Montag ist der nächste Aufnahmetermin. Dann kommt am Dienstag wieder eine Folge beim Max. Und am Mittwoch wieder bei mir. Und so läuft das dann ab. Und es ist immer so ungefähr eine Stunde, die wir anpeilen. Und nochmal ganz wichtig zu sagen, vielleicht hat man es jetzt vorhin noch nicht so raushören können, aber wir spielen so lange, bis wir entweder Baal besiegen. Dieses Spiel hat ja 5 Akte. Also Diablo ist in Akten aufgeteilt. Das sind einfach nur Gebiete, wo es dann immer bis zu 6 Quests gibt. Das sieht man jetzt hier gerade sehr schön. Und hier werden dann die anderen Akte mit aufgereiht. Und wir wollen Baal besiegen. Das ist der Endboss vom Game. Also der reguläre. Und darüber hinaus, wenn wir sterben, schön, müssen wir komplett neu anfangen. Und es gibt eine krasse Bestrafung, die wird dann bei der nächsten Aufnahmesession bzw. vor das nächste Video geschnitten. Das bedeutet beispielsweise, wir müssen in die Havel springen oder wir lassen uns den Kopf abrasieren. Und zusätzlich laden wir uns für dieses Segment immer eine Dame aus der Entwicklerbranche ein. Also aus der Gaming-Entwicklerbranche vorzugsweise. Und sprechen mit der über natürlich auch Themen, die wir hier ansprechen wollen, ja? Mit diesem Projekt. Genau, aber alles Weitere schaut ja gerne, wie gesagt, im ersten Video bei Max vorbei und in der Beschreibung habe ich euch nochmal die wichtigsten Sachen dazu auch verlinkt. Genau! So. Kalle. Ja. Das Amulett, was ich gefunden habe, ne? Ja, na klar. Das macht 32% extra Gold von Monstern. Das ist heftig. Das ist übergut, oder? Hast du, ey, hol auch mal deine Braut hier wieder. Ja, hast du ein paar Cent für mich? Ich habe kein Geld. 56 Cent habe ich. Warte mal, hier, pass mal auf, ich habe hier ein bisschen was. Zur Seite gelegt, ne? Genau. Ich habe mir jetzt einen Säbel geholt. Zack. Der macht 4 bis 7 Schaden. Alter. Ja. So, ich will jetzt mit dem Kascher. Beim Angebot. Aber Aldi, ja, Digga. Aldi Nord. Aldi so. Gut, dann wieder rein ins Portal, oder was? Ja, gerne. Oh, jetzt ist es weg. Du musst ein neues machen. Bei Diablo 2 ist es so, wenn man selber reingeht, dann ist es weg. Zack. So. Okay, ja, dann können wir jetzt auch weiter mal im Programm, oder? Wobei, Alter. Boah, Junge. Oh, hier kommt wieder eine Meute. Ich muss gleich nochmal skillen. Also Minimap ist jetzt sehr wichtig, damit wir uns immer wieder finden. Ja. Boah, knallig hier. Oh, lediert das mal rein. Ja, nimm ihn mit. Hier ist ein Messer noch. Ein Katar, jo. Kann man leider nur als Assassine tragen. Ich muss mal ganz kurz gehen. Ich bin auch Level up. Ja. Oh, Achtung, Feuerball. Jo. Ich übernehme die. So. So, ich gehe jetzt mal auf Stärke. Ja, ich habe noch ein bisschen Leben geskillt. Ich habe so Schiss, heute zu verrecken irgendwie. Junge, aber hier ist irgendwo noch ein Schaman. Guck mal, wenn wir heute überleben, dann sind wir so krass, Digga. Ja, dann kann uns ja niemand was. Ja, true. Dann sind wir einfach
Babbo. Wo also ist heute denn? Ist wirklich. Ja, ich weiß auch nicht. Das ist wie früher. Ah. Jetzt habe ich auch meine Rüstung. Das ist geil. Oh, Pfeile, die gebe ich ihr. Hast du deine wiederbelebt? Ja, ja, die läuft hier mit rum. Aber ja, Digga. Ach, kann man nur im Lager equippen, oder? Nee, O drücken. Ah. Ja, dann gebe ich der mal Pfeile. Geht nicht. Ja, der kann oh, sie nur... redet mit mir. Echt? Ja, kann... einen leichten Dialekt. Da kannst du einen Bogen geben, eine Rüstung und einen Helm mit. Ja, ich würde vorschlagen, wir gehen ja die Gebiete nochmal durch, oder? Ja, so, hier zum Beispiel. Oh, den Zepter hätte ich gern. Ja, gerne. Tatsächlich? Oh, der ist sogar gar nicht mal ja, weiß ich nicht. Was macht der Smaragd? Oh, heiliger Blitz. Krass. Der macht 10 Giftschaden in 3 Sekunden. Bei Waffe. Mhm. Bei Rüstung und Helme 3 Geschicklichkeit und bei Schild Giftwiderstand 12%. Das ist strong. Oh. Giftwiderstand, das brauchst du. So, wo sind wir denn? Ach, wir sind auf dem Friedhof. Im Friedhof. Das ist völlig falsch, Max. Ja, ja, ich dachte mir, vielleicht ist es smart auch generell, ja, einfach nochmal alles durchzugehen. Ja. Ja, wobei, die könnte jetzt hier natürlich noch gut was droppen gleich, ne? Ach, kann sie wieder hier sein? Ja, die boah, ist das ist zu riskant, oder? Guck mal, ohne Tränke und mit unserem Equipment würde ich nicht machen. Okay. Die ist schon fast tot. Aber machen ruhig. Du kannst nur draufhauen, du kriegst aufs Maul. Du bist halt richtig Gleiskönig. Ich habe 150 Leben maximal. Ja. Wir müssen dran denken, ne, dass wir keine Tränke benutzen. Ganz wichtig. Ja, ich ambush sie. Jetzt wird's heftig. Aber wir farmen uns hier gerade richtig ein. Drauf. Zack, da haben wir sie. Siehst du ein Schild? Richtig nice. Jo, nimm den Schild. Ich nehm Speer. So. Und hier unten lag auch noch was. Eine Schärpe, Junge, du Blaue. Die kannst du mal reinbügeln. Geil. So. Okay. Portal, ne? Ja. Oder wollen wir meins noch nehmen? Oh, das nicht. Wir müssen diese Folge sparen. Ja, ja. Lass zurück zu meinem. Sparen? Ist ein... Na, eigentlich nicht. Nee, ich hab auch schon... Hau jetzt das Portal raus, können wir ja kaufen. Ich hab genug. So. So, erstmal identifizieren die Scheiße, Alter. Die Junge, die ist nicht so weird aus. Junge, es ist so ein lächerliches... Weißt du, und sowas laden wir hoch. Es ist einfach nicht schön. So, aber ich habe jetzt richtig Geld. Ich habe 6.000. Das oh, ich habe eine gute Schärpe von 6.000? Ja, ja. Krass. Ich habe einen Speer, 3 bis 15 Schaden. Oh, das ist krass. Nehme ich, oder? Besser als der Säbel. Ja, also ich glaube, wir können jetzt schon fast auch wieder unserer Quest folgen. Weil ich kann, wenn du jetzt irgendwas hier irgendwas siehst, sag Bescheid, kann dir das kaufen wahrscheinlich. Wobei du brauchst in dieser Folge eher was ein bisschen Zweihandschaden macht, oder generell. Ja. Du brauchst eine normale Waffe. Oder krass auf Schild gehen. Und dann eher safer. Ey, das Schlimmste ist, dass wir keine Tränke nehmen dürfen. Das ist so scary irgendwie. Das ist übelst scary. Ich verkaufe die jetzt tatsächlich auch. Alter, hab ich einen langen Speer. Weil. Ja, ich versuche mir irgendwie krasse Rüstung, wäre, glaube ich, der Key für diese Folge. Ja, wir können mal bei Charzy hinten gucken. Genau. Ja. Verteidigung, ne? Ja, Mann. Hier 16 Verteidigung guten zum Beispiel. Tag. Oder eine Kappe bräuchte ich auch. Hier, ich hol mir einfach mal so ein Eisenhelm. Boah, ich kann Kombo-Blitz zaubern bei Treffer. Krass. Was hab ich denn hier? So eine richtige Gammelrüstung? Ja. Ich hol mir erstmal einen Eisenhut. Zack. So. Junge, Alter. Meine Augen. So, okay, dann nehmen wir mal. Ich nehme den mal mit. Und ich habe jetzt 33 Verteidigung. Welches Level sind wir denn? 7, ne? 7. Scheiße, Mann. Ah, das muss reichen. Ich habe 40 Verteidigung, das passt schon. Okay, Wegpunkt, ne? Wegpunkt, genau. Wir gehen Feld der Steine. Ach du Scheiße. Wir müssen nämlich diesen Durchgang wiederfinden, denn. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute, habe ich ja vorhin schon erzählt, warum wir separat nochmal aufnehmen. Oh mein Gott, hier ist direkt was los. Ja, ja, Ackermensch. Wir mussten jetzt, oh, ein Riesenzauber. Mussten jetzt separat aufnehmen. Und deswegen ist der Fortschritt der letzten Quest. Oh Junge, hier ist richtig viel los. Gegangen. Warte mal eben. Das ist richtig, bleib mal ein bisschen hin. Wir müssen erstmal den Schamani ausschalten, den Knecht. Hier sind mehrere, das ist das Problem.
Hier, ich hab einen. Ja, hier stimmt. Ja, zack, wir müssen noch irgendwo einer sein. Das sind meistens drei. Oh, okay. Ey, die Frostrüstung ist aber echt geil. Ja. So, Mondclan. Zack, weg mit dem. Ja, weg mit Mondclan. Alles einsammeln. Wir brauchen Geld, 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 Geld. So, ich verprügel noch ein paar Ziegen. Oh, hier ist heftig. Ein heftiger. Schimmelpustel. Dämonensteinhaut. Oh, der Stab. Den oh, der war ein Stab. Das ist gut. Für dich. Du kannst ja auch erstmal ins Inventar oder in die Kiste legen für nächstes Mal. Wenn der krass ist. Okay. Genau, wir müssen auf dem Weg bleiben. Der Weg führt uns zum Durchgang. Ja. Und in dem Durchgang sind diese krassen Leute, die Blitze machen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor heute. Wurfspieß. Kann man das nicht auch hier ihr geben, der Natascha? Nee, die nehmen leider nur Bögen. Die sind ein bisschen, bisschen einseitig. Ja, so ein wählerisches ist ein bisschen. Achso, ich kann hier noch. Hier, Kurzbogen im beschädigten Zustand. Ein Kotbeutel, Digga. Wie sie. Sie so. Danke. Da freut sie sich. Ja. Hat die den Namen? Alisa heißt. Bei den Zepter kann man verkaufen. Oh, Ring, Digga. Ja, gönn dir den. Ja, nö, gönn dir nicht. Ja, du bist Tank. Du bist Tank. 1 zu Stärke, nice. Nehme ich. So, hier ist der Weg, genau. Ja. Ja, Freunde, an die jungen Zuschauer, das habe ich früher übelst viel gezockt, dieses Game. Genau mit dieser Drecksgrafik. Oh! Lederrüstung. Hast du eine Identification? Achso, wolltest du mitnehmen? Ja, ich habe eine Rolle. Gönn dir. Oh, 4 zu Leben. Ist ja der Wahnsinn. Hier, ich habe die hier, falls du die willst. Lederrüstung. Einfache. Ja, nee, meine ist besser. Weg damit, Schmutz. Schmutz. Gut. So, oh, hier sind einige Jäger. Großer Zauber, Digga. Ranger, Alter. Oh. Ja, ich bin Half-Life. Ja. Oh, ein Juwel. Nehme ich mit. Hey, wird Feuer erwidert auch irgendwann. So. Ey, ohne Tränke. Ah, hier sind die Steine, die brauchen wir später. Was für eine dumme Scheiße. Oh, hier ist ein heftiger Gegner. Okay. Der Rakanisho, der kleine, Alter. Ja. Jo, der sagt mir sogar noch was. Das ist ja heftig. Der macht. Ja, genau. Oh. Oh mein Gott, Max! Bitte geh in die Stadt! Oh mein Gott! Oh, ich bin aber auch richtig im Arsch! Oh Gott, oh, ich hab Portal. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Ja, wenn du den nämlich haust, dann machst du diese Blitze. Jo, hab ich gemerkt. Gut, dass du jetzt sagst. Ja, ich wollte es dir gerade sagen und dann warst du schon fast tot. Holy shit. Alter. Wir dürfen ja keine Tränke, das ist einfach das größte Handicap des Jahrtausends, Digi. Alter. So. Okay, ich habe aber wieder Geld. Ja, ja, ich hab jetzt auch richtig Money. Here comes the money. Also, wir sind jetzt im Wohlstand. Giftschaden in 3 Sekunden. Boah, ich habe einen Stab gefunden, der 1000 gebracht hat. Geil. Okay, ich kaufe jetzt nochmal Rüstung. Ich brauche mehr Rüstung. Hat man gerade gemerkt. Ich könnte richtig Giftschaden stacken. Ich brauche irgendwas mit einem Sockel. Oh, das hat einen Sockel. Warte mal, ein Schild? Auch, ne? Jo, alter Junge, ich stacke. Ich habe auch einen Sockel für Giftschaden, ne? Ne? Ledierter Smaragd. Ja, ja, ich hab so ein Juwel gerade mal benutzt. Mhm. Der gibt auch jetzt Giftschaden. Scheiße, Bruder. Die nehme ich mit. Ihr wird jetzt optimiert. So, dann der macht 3 Verteidigung, 2, ne. Das Upgrade ist zu gering. Ja, genau, ich muss mal hier nach einem Zepter gucken. Ich brauche einen Level 12, das kann sich alles nicht tragen. Aber den kann ich tragen, der macht schon deutlich mehr Schaden. Ja, hier liegen unsere ganzen Klamotten. Ups. Den dürfen wir ja auch nicht verkaufen, denke ich, ne? Ja. Das bringt okay. Einen Schaden. Also. Oh, ich könnte auch mit Armbrust spielen, oder? Ja. Nee, rangezoomt macht gar keinen Sinn. Aber wir haben ja auch gesagt, mit Standardangriffen. Normaler Angriff bedeutet halt dann nicht schießen. Schießen ist so ein Standardangriff, wenn du eine Armbrust hast. Musst du wissen, Max. Hm. Ich kaufe jetzt hier bei Gied eine Rüstung. Stimmt, bei dem kann ich mal vorbeigucken, Digga. Ja, scheiße. Brauche ich denn noch irgendwie? Was wollt ihr? Oh, hier ein Dornenschild. Natürlich heftig.
Angreifer erleiden Schaden von 1. Erladen. Alter, wie teuer die Ringe sind, ne? Mhm. Der Hammer hart. Okay, ist der denn tot? Der kleine Mann jetzt? Nee, der lebt leider noch. Ach du Scheiße. Ja, dann lass doch einfach hier die Alisa draufschießen. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Ich gehe mal durch dein Portal, du gehst durch meins. Mhm. Dann bleiben die nämlich bestehen. Vorsicht, hier wird direkt geschossen. Wir machen erstmal die ganz kleinen hier, so. Ja. Wir clearen erstmal außen rum. Weil wir müssen hier leider gleich sowieso hin. Ja, das ist ein bisschen das Problem. Mhm. Und die eine Quest würde ich auch voll gerne heute schaffen. Und drin ist auch... Oh, ich würde gern überleben. Ja, klar. Doch, er ist tot, oder? Oh, vielleicht ist er in dem Moment gestorben. Die Dornkräute, genau, nehmen die mal mit. Ja, da haben wir Glück gehabt. Junge. Und lidierter Diamant nochmal, geil. Gut. Ja, kann sein, dass unsere Mädels ihn halt komplett weggeflankt haben hier mit ihren Geräten. Ist das hier schon der Durchgang? Ja, perfekt. Dann gehen wir hier durch. Oh, wenn wir da gleich durch sind, ist auch anstrengend, glaube ich. Ist alles anstrengend. Ja, erstmal hier durchkommen. Ja. Ja, ich denke ja halt trotzdem schon mal einen Schritt. Slow and steady, Digga, ne? Raganichu! Wieder da rumbrüllt. Junge, der hat richtig Bock. Und direkt gestorben. So. Kieferknochenhut. Ja, ist für Barbar. Aha. Das ist mit dem Erweiterung, ne? Ja. Da sind so spezielle Items gekommen. Noch einer. Okay. Speer im richtigen Zustand. Nehme ich. Gut, Alter, du brauchst einen Eisenhut, Kalle. Nein. Oh, ein Amethyst. Ich krieg ein bisschen Kopfschmerzen. Ja, musst du durch. Oh, die sind anstrengend. Wenn die ihre Attacke machen, das tut weh. Ja, auch giftig, oder? So sah das gerade aus. Ist eine Ratte. So. Also die Minimap ist gerade mein bester Freund, muss ich sagen. Jo, safe. Ich brauche halt nur eine Hand, ne? Ich kann mir mit der anderen kann ich mir im Gesicht rumpulen. Das ist ganz geil. Ja, true. Weil Tränke ist ja ähnlich. Oh, ja. Hier ist ein kleines Lager. Und hier belebt schon wieder so ein Schamane wieder. Ja, ich sehe ihn. Ich bringe ihn um. Hab ihn. Hier ist noch einer. Zack, ist umgefallen. Rakadishu, Digga. Oh, das ist ein Riesenzauber. Ja, habe ich gehört. Oh, ein schöner Brunnen hier. Immer schön saufen, Trinken. Ne? Ja, und die Tränke, die geben auch Gold. So. Ich bin schon ein kleines Stückchen weiter. Jo, I'm coming. Ja. Rakadishu. Ja, es ist geil. Also auch die Leute... Oh! Was denn? Das fette Waffe. Oh. Oder? Ich freue mich auf gelbe Items, muss ich sagen. Oh Gott, ich dachte gerade eine von unseren... Was? Achso, 1 bis 27 Schaden. Alter, den hat zerrissen. Zack. Oh, Eisenhut im schlechten Zustand. Nice. Ja, Abfahrt. Oh, ein Kurzschwert. Vielleicht ist es stärker. Nee, ist whack im Ass. Also unsere Frauen, die machen die aber auch fertig. Amulett. Hab ich direkt gegrabt. Ja, die sind gerade unser Lebensretter, glaube ich. Rakanishu. Geil, dierter Topaz. Ja, der bringt, glaube ich, Intelligenz oder so. Oh, das ist Und den gibt's ja hier noch gar nicht, ne? Intelligenz? Die glaube ich noch gar nicht. Bei Diablo 3 war das so. Oh, hier flitzt einer durch. Zack. Eine böse Jägerin. Level up. Halle, wir haben von hinten... Besuch. Ja, ich hab aber vorne. Zack, ich bin dabei. Zack. Okay. Ich will kurz skillen. Ja. Hier ist eine gute Dornkeule. Oh. Ja, aber Alter, weiße ich one-tap die halt manchmal richtig mit dem Speer. Das ist übel nice. Zack. Speer im beschädigten Zustand? Ja, lass einmal back, oder? Hier ist echt gut Loot. Ja. Ich mach mal. Ja. Also wir brauchen halt nicht mehr so viel Mann. Ach du schon wieder. Ich sag's ja nur, ne? Am Ende des Tages. So. Aber zum Heilen ist das ganz gut, ne? Dass man hier mal eben. Ja, und wir müssen jetzt auch die Folge einfach gucken, dass wir irgendwie klarkommen, ne? Ja, aber also allein die Tränke zu verkaufen, bringt halt auch schon was, ne? Feuerwiderstand.
Den nehme ich mit. Also den Riesenzauber, dem... Okay, der macht mir einfach nochmal 16% extra Gold. Das ist geil. Das ist der komplette GG. So, warum ist da dieses NS davor? Vielleicht weiß das jemand. Ich verstehe nicht, warum da jetzt NS-Amulett der Region... Ist das ein Fehler von Blizzard? Vielleicht in diesem Old-Look. Oh, ein Fehler. Ah, das kann sein. Warte mal, wenn ich tausche. True, dann ist es nicht mehr da. Gut. 21. Alter, wie okay. Anders das Game einfach aus. Ja, man kann es dann wieder wertschätzen. Ich entspanne mal ganz kurz unsere Augen. Wir sind ja in der City. Okay, ich kaufe eine bessere Rüstung. 21 Verteidigung. So, und dann gehe ich, glaube ich, echt auf Schild. Weil allein Chance zu blocken, saved halt mein Asshole. Mhm. Was wichtig ist, bei der Waffe ist immer eine Klasse mit angegeben und da steht dann auch immer die Angriffsgeschwindigkeit hinter. Bedeutet, du hast dann immer benötigte Stärke, bla bla bla, und dann darunter steht dann zum Beispiel Knüppelklasse. Sperrklasse, normale Angriffsgeschwindigkeit. Genau, und es gibt schnelle und sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeiten. Okay. Oh, hier, abgesaugtes Leben pro Treffer, Junge. Wichtig, Life-Lead, Junge. Boah, hier, abgesaugtes Leben pro Treffer, Junge. Das gibt's übrigens auch mit ne? Mit diesen Topazen, ja. Und so, also die Gems. Da gibt es auch einen, der Life-Lead dir gibt. Das ist krass. Unser bester Freund wahrscheinlich. Ich würde ihn mal ausprobieren. Leider zweierhändig. Aber vielleicht lohnt es sich. Immer auch schön reparieren, ne? Lohnt es sich, diese ledierten Diamanten jetzt zum Beispiel schon zu verwenden? Für uns auf jeden Fall, weil wir spielen Hardcore und... True. Die sollte man nicht sparen. Ja. Normalerweise packst du die halt nur die perfekten rein am Ende. Ja. Aber sonst lohnt sich das, weil wir auch normal spielen. Im wahrsten Sinne. Ja, okay, dann geh du mal durch. Ach, du hast jetzt auch ein Speer-Ehre. Ja, ja, aber der gibt mir jetzt schön Life-Leech, ja. Und hier die gute Dawn-Keule, 5 bis 9. Na gut. Und hier ist nochmal ein Schild. Warte mal, der hat auf Opfer gestellt. Ach, nur Paladin. Ja. Wer hat auf Opfer gestellt? Ah nee, ich glaube, weil ich hier durchgeswitcht bin. Alles hast richtig. Hast du wieder angezoomt? Ja, ja, alles richtig. Kein Stress. So, die werden richtig aufgespießt. Alter. Jo. Hier sind wir leider falsch. Will das noch... XP hat sich hier noch versteckt. Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Nice. Oh, lol. Zack. So, dann bin ich back in Biss. Jetzt muss ich dir ein Portal machen, oder? Jetzt musst du ein Portal spielen, ja. Okay, ist offen. Geil, weiter geht's. Zack. Okay, wir müssen wahrscheinlich nach links unten, wa? Oh. Ja, meine Karte ist leider nicht mehr aufgedeckt. Oh, hier ist richtig Rambazamba. Oh Gott, ich sterb fast. Oh mein Gott, ich auch. Ich muss nach Hause, Ja, dann geh da rein. Oh mein Gott. Hey, ich brenne irgendwie. Ja, ja, Verbrennungsschaden oder irgendwie so, ne? Overtime. Da ist eine richtig heftige Frau. Ejo. Die macht uns richtig fertig. Scheiße. Ja, und wieder. Ja, warte mal, ich geh rein und mach ein Portal, da haben wir ja, zwei. Ja, das Ding, du hast halt jetzt halt kein... Ja, mach. Du hast halt kein Schild mehr, das merkt man. Ja, ich kann auch wieder switchen hier. So. Ja, das ist, ja. Okay, lass sie fertig machen. Der Typ. Oh, der hat aber auch... Oh, Junge, die Haare! Aber auch viele raus! Oh mein Gott. Ich werd so gelöchert. Da sind einfach 10 Leute. Ja, lass sie doch kommen hier ums Eck, oder? Ach, das ist noch einer! Das ist noch ein heftiger... Ja, die kommen halt nicht. Warte mal, ich muss noch mal in die Stadt. Okay, ja, dann... Ich auch. Alter, what the fuck? Okay, also wir haben einen Champion haben wir weggekriegt, aber das ist ja ein heftiger. Den müssen wir gleich gemeinsam umknüppeln. Warte mal. Ich kann unsere Verteidigung mit einer Aura erhöhen. Ja, bitte. Das machen wir jetzt mal. Machen wir trotz. So. 70% mehr. Ja, eh immer anhaben, oder? Ja, heute schon. Warte, wir können mal links rum von hinten. Hier geht's links rum, jetzt kommen die hier. Warte. Mal einer nach dem anderen hier. Pass auf. Ja, unsere Frauen müssen auch schießen einfach. Ja, ja. Ist wichtig. So, und den machen wir jetzt. Zack. Achso, ne, der andere ist schon wieder weg. Den haben wir schon wieder gekriegt. Ah, große Axt, Junge, den nehme ich mal in die Hand. Alter. So. Alter, Junge, das war wieder ein Nervenkitzel. Boah, ey, wir sind zweimal fast gestorben. Ja, ja, aber es ist auch geil irgendwie. Du musst mir den Weg weisen, ja, weil meine Karte ist nicht aufgedeckt. Ja, ja. Hier lang, Leute. Später kann man auch andere Begleiter haben, ne?
Ja, genau. Also, es gibt noch welche mit einem Nahkampfspeer zum Beispiel. Die aus dem zweiten Akt sind eigentlich die, die alle benutzen, weil die auch Auren geben können. Das ist eigentlich ganz cool. Ah, okay. Boah, Alter, wie der ausläuft, ne? Ja. Okay. Blutig. Ja, das ist übel. Ausdauer ist, glaube ich, auch echt wichtig, dass wir immer wegrennen können. Mhm. Ja, ich behalte auch noch gerade die ganzen Ausdauertränke. Darfst du ja nicht nutzen, oder? Nee, ah, nee, nee, keine Heiltränke. Nee. Nee, ich benutze sie auch nicht, aber ich hab sie halt. Oh, God bless, wir sind durch. Geil. So, hier gibt's okay, Briefing. Genau, wir brauchen zwei Sachen. Einmal diesen Baum und den Wegpunkt. Den Wegpunkt brauchen wir, weil wir hier später weitergehen müssen. Das heißt, in der nächsten Folge geht's wahrscheinlich dann über den Dunkelwald ins nächste Gebiet. Das heißt, wir suchen erstmal beide Orte. Wichtig zu wissen, bei dem Baum stehen drei richtig dicke, fette Yetis und die sind stark as fuck. Die müssen wir ordentlich machen, weil die haben noch ein paar Freunde und... Boah, ist ja einiges los. Ja, ja. Die müssen wir ordentlich wegklären. Ich suche mir gerade mal die Schamanen. Einen habe ich. Ja, ich habe noch einen. Junge, mein Leben. Ich muss aber auch sagen, es gibt halt diesem Spiel nochmal so einen ganz anderen Reiz einfach. Oder ist irgendwie ein krasser Spaß. Junge, ich gehe einfach so low. Ja, ich sehr mach, gut. Ich mach dir mal aber Alisa beschützt mich. Das ist nice. Ja, danke. So. Junge, ey. Ich will wieder normal spielen. Ja, ja. Das hat letzte Folge so Spaß gemacht. Und jetzt einfach nur, also es macht auch Spaß, aber es ist halt eine ganz andere Erfahrung. Ist auch ein anderer, Alter. Stress einfach, den wir jetzt haben. Ja, ja, es, genau, es ist einfach viel stressiger. Okay, ich kaufe mir jetzt eine gute Einhandwaffe und spiele auch mit Schild, weil das gebe ich mir nicht mehr. Ja. Ich habe noch ein paar kleine Leute fertig gemacht. Ja, Ehre, Carlo, bist einfach der Beste. So, genau, hier Waffe, 10 Giftschaden. Ich denke, ich werde ein bisschen Giftschaden stacken. Weil das ist ziemlich nice. Gott, die sind alle kacke, die Waffen. Ne? Ne? So. Ja, hilft nichts. Nimm ich das jetzt. Kälteschaden. Gut. Gut. Kommst du wieder rein? Ja, kurz. Warte mal, ich geh nochmal einmal auch heilen. So. Seid gegrüßt. Okay. Oh, ich hab noch die Hand ab. Okay, ich kaufe jetzt einfach nochmal ein Krummsäbel bei Giet. Alter! Ich weiß nicht, ist der besser? Also er macht 2-6 Schaden, das ist kacke. Aber 59% Schaden an Untoten, 56 Angriffswert gegen Untote und ein Kälteschaden. Ja. Ja, ist besser. Das ist schon nicht schlecht. Okay. Ich bin am Überlegen. Entweder gehe ich jetzt hier für den Trotzzepter. Ah, den kann ich mir gar nicht leisten. Never mind. Okay, ich gehe. Ja. Ich meine, der dafür. Der ist wahrscheinlich noch besser für meine Specs, aber ich werde jetzt hier erstmal schön die Dinger reinpumpen. Und jetzt habe ich Giftschaden on-Hit. Das ist geil. Okay, jetzt wieder rein. So, rein in den Wald. Ja, einfach direkt hier ein fettes Lager, ey. Ich weiß ja nicht. Ja. Oh, gehärtetes Leder. 24 Rüstung, falls du willst. Oh ja, gerne. Dann droppe ich. Yep. So. Oh, ein Bogen für hier Alisa, Alter. Alisa? Heißt sie bei dir Alisa? Ja. Bei mir ist sie einfach Abaya. Sie sagt danke. Ja, den können wir halt auch Rüstungen kaufen, ne? Ja, ja. Ja, die müssen wir halt behalten, ne? Aber jetzt wird's auch mit dem Gold langsam schon besser hier in den Gebieten. Ja. Ich vergifte und verblitze sie. Ja, das ist halt Ehre. Und ich vereise. So. Ja, mit Schild ist auch einfach ein besseres Leben. Okay. Also wir versuchen diesen scheiß Baum zu finden. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie wir die Yetis ohne Tränke machen wollen, bin ich ehrlich. Ja, ich bin da auch noch skeptisch. Da müssen wir nicht lang. Das ist nämlich schon der Gang ins nächste Gebiet. Oh, Schlüssel. Ich nehme hier so eine Lederrüstung mit. Eisenhut. Was schießen die denn hier?
Also du kannst auch deine Alisa geben. Ja, die sind halt echt, also die retten uns, finde ich, die Folge richtig in den Arsch. Jo. Bin ich ehrlich. Vor allem die scouten auch sehr gut für uns. So ja. Und sagen uns, wo Leute sind. Ne? Ich bin überladen. Alter, dass hier einfach so 27 Gold immer rumliegt, das ist halt richtig Ehre. Ja. Oh. Danke. Bitte. Hier ist der Wegpunkt. Nice. Geil. Das ist so viel wert gerade. Gut, dann noch schnell den Baum. Ah, der Baum ist direkt daneben. Lol. Und okay, hier sind die Yetis. Okay, lass. Oh, mein Gott. Kalle. Ah, der blaue Kopf. Okay, lass irgendwie kiten und. Oh Gott, ist der schnell. Ja, ja. Oh mein Gott. Lauf, Max, lauf. Gott. Okay. Warte mal, ich mach im Laufen ein Portal und geh direkt durch. Ja, wir können doch Wegpunkt nehmen. Ja, aber. Ich halte nichts aus, Mann. Ich habe 80 Leben. Ja, ja. Bei mir hat das Portal gerade nicht genommen. Junge, Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Lass unseren Begleiterinnen noch Rüstung kaufen. Ja, ja, ich habe meiner schon gerade eine Rüstung gegeben, aber die brauchen noch ein Helmet. Warte mal, vielleicht haben. Ist hier noch ein krasser Bogen, den sie verkauft? Jo, das wäre halt. Also ohne Witz, gerade gegen die, weil dann kiten wir einfach nur. Ja. Wobei, die KI ist ja ziemlich dumm, aber ja. Feuerwiderstand, ja, das ist scheiße. Aber ich kaufe hier noch einen Eisen. Das Ding ist, woher weiß ich denn, was sie tragen kann? Ist das stärker angezeigt bei ihr? Ja, 36. Okay. Ja, geil, du ziehst das an, Alisa. Geil! Du ziehst das an. So, da hau ich dir noch einen schönen Sockel rein. Alter, Ja, 3 zu Stärke. Zack, Alisa. So, und jetzt? Alter, jetzt hat die einfach eine 3-mal bessere Rüstung als ich. Und sie sagt danke. Es ist halt ein schönes Gefühl. So, Wegpunkt. Ich bin. Ja. Okay, 3. Okay. Ja, ja, gut. So, die kommt schon an. Aber lass sie vom Wegpunkt. Ja, der ist schon tot. Das ist der Wichtigste. Jo, der war zügig. Alter. Okay, Kalle, ruhig. Ran an den Baum. In diesem Baum ist viel Magie. Jetzt müssen wir Magie. Viel Magie. Genau, wo sind die anderen beiden? Die sind schon tot, glaube ich. Hier liegen noch welche rum. In diesem Baum ist viel Magie. Ich habe übrigens ein Level abbekommen. Noch ein bisschen Leben hier. Geil. Zack. Und. Ja. Okay. Speck natürlich hier weiter rein. Dann in die City. Da müssen wir mit der Frau reden. Mit der Akara, Digga. Asche. Guten Tag. Okay. So, und die sagt dir jetzt, yo, wo das lang geht, da in der Rolle. Ah, wir können jetzt Identifikationsbüchlein auch kaufen. Theoretisch. Ja, brauchen wir jetzt bald nicht mehr. So, den Eisenhut nehme ich mal. Jetzt müssen wir wieder zum Monolithen im Feld der Steine, ne? Genau. Magst du mir das mal mit droppen, das Papyrus-Ding? Genau, weil Leute, in dieser Papyrus-Scheiße steht drin, in welcher Reihenfolge wir diese Monolithen jetzt antippen müssen im Feld der Steine. Deswegen konnten wir da eben noch nichts machen. So. Wir erklären halt so gar nicht, was bei den Quests so grob passiert, ne? Nur, ja, wir müssen jetzt dahin, wir müssen jetzt hier. Ja. Genau, deswegen wollte ich es nämlich gerade mal zeigen. Also, wir wollen jemanden befreien. Und zwar Deckard Cain. Deckard Cain ist ein übelst schlauer Man. Fällt der Steine einmal weg, Punkt. Und der ist gefangen in der alten Stadt Tristram. Und du musst mal mir sagen, wo die Steine sind, weil du hast die Map. Ja, hier. Und das bedeutet, wir haben jetzt quasi über diese Schriftrolle an diesem krassen magischen Baum herausgefunden, wie wir in die Stadt in einer anderen Dimension kommen, Jungs und Mädels da draußen. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Das wusste ich gar nicht. Ja, das weißt du. Ja. Hier ist Feld der Steine. Monolithen. Monolithen, Digga. Und ja, deswegen machen wir jetzt hier ein krasses Portal auf. Das heißt, wir gehen jetzt hier unten links, dann gehen wir hier hinten zu dem, zack, dann gehen wir hier, dann gehen wir da, und dann gehen wir da hin. Dann kommt jetzt hier dann wieder ein krasses Portal. Erstmal gibt es ein paar Blitze. Und dann kommt schon der Schmied bald, ne? Ne, der Schmied dauert tatsächlich noch ein bisschen. Okay. Hier gibt es jetzt einen anderen Schmied. Ach nee, hier gibt es jetzt. Tragisches Ende für Tristram. So. Jetzt sind wir in Tristram. Das ist quasi die Stadt aus Diablo 1. Also die Stadt, in der man so wie hier das Lager der Jägerin hatte. Wo man verkaufen kann und so. Und hier kommt gleich ein krasser Dude angewackelt. Der heißt Griswold. Und der war quasi der Schmied der Stadt. Irgendwas Gefährliches? Ein krasser Dude. Der ist richtig heftig. Okay. Und hier sind auch überall Leute. Oh, ja, der ist golden. Ja. So, ich glaube, wir bleiben hier mal ganz kurz stehen. Ja, ja. Unsere Mädels machen das.
Amulett, Alter. Ungroßer Zauber. Ja. So. Wo ist denn Griswold? Da ist er. Da. So, der hat einfach nur 4 Leben. Der lässt ihn einfach abschießen lassen. Er hat einfach nur 4 Leben. Aber ich glaube, wir müssen die Ads machen. Oh Gott. Ja. Auf jeden Fall die Ads. Und ich habe gut Schaden bekommen. Ja, Sam. Wir müssen mal in die Stadt, glaube ich. Mhm. So. Puh. Kein zu großes Risiko eingehen. Also, Alisa hat eine tolle Rüstung, aber ja, ich nicht. Ja. So, gut. Haben wir hier was eingesammelt? Ja, den behalte ich für nächstes Mal. Noch raus. Ich habe nicht genug Gold für. Achso. So, warte. Neues Amulett. 5 zu Leben. Oh, das ist wichtig. Und richtig. Nehme ich. So, und. Was braucht ihr? 3 zu geschickt, großer Zauber. Hast du schon ein Amulett? Ja, Leben wieder auffüllen. Also ein Regenerationsding. Da lag auch noch eins auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob du okay, weil ich habe hier noch ein Amulett, das macht 32 zu extra Gold, ne? Kann ich dir geben. Ja, gerne. Und hier ist noch so ein ledierter Schädel. Geil. Okay. Da ist gehen wir rein, oder? Gem. Ja, warte kurz. So. Und rein in die Geschichte. Oh mein Gott, der steht ja hier direkt vor der Tür. Ja, rauf da auf den. Schöne Sache. Zack. Oh, ein gelbes Schild. Ball A. Direkt gegrabt, du Kleiner. Ja, hier ist noch ein Wicht der Verrückte. Oh, ein blaues Zepter. Nächste Woche. Ja, nächste Woche musst du eh wieder alles wegschmeißen. Jo. Jo. Ist halt echt so. Wir müssen einfach jede Folge alles aufsammeln. Komplett neu equippen. Ja. So. Ja, müssen wir jetzt nochmal in Ruhe, ich werde das mal heute machen, wie wir jetzt die Meilensteine da vernünftig machen, auch langfristig gesehen. Ja. Wobei, es ist so schwer einzuschätzen, ne? Ja. Dann hast du wieder alle aus. Aber ich glaube ja, vielleicht war das jetzt einfach der erste Ansturm so und ab jetzt ist es ein bisschen gemächlicher. Ja. Hoffe ich jetzt einfach mal. Was heißt hoffen? Also, ne? Aber aufs Gameplay bezogen. Absolut. So, übrigens hier ein krasses Easter Egg, aber ich würde mal eben... Cool Level, ne? Genau. Hier dieser Typ, der hier liegt, Virrit. Der ist ziemlich lustig, weil der ist quasi Geed aus Diablo 1. Bei dem, der war auf der anderen Flussseite hier und da konntest du immer Glücksspiel machen. Und wenn du ihn jetzt antickst, der ist natürlich ultra-reich und der dieses Bein droppt er dir. Mit diesem Bein kann man ein Cool Level öffnen. Im späteren Verlauf, da brauchen wir ein paar Zutaten. Und das ist quasi nochmal ein extra Level, wo man nur gegen Kühe kämpft. Ist ein witziges Ding. So, ich müsste nochmal in die Stadt. Ja, ich fand's auch witzig. Okay. Ich muss mich nochmal heilen. Der Orden heißt euch. Feierst du das nicht? Ich hab ein goldenes Schild, das feiere ich. Das ist geil. Stimmt, ich habe eben einen goldenen Bogen gefunden. Aber ich würde sagen, wir holen nochmal eben Deckard. Oh Gott. So, ich bin am Start, let's go. Alisa, komm jetzt her. Oh, Alter, sind hier viele. Holy shit. Ja. Auch schöne Musik hier, ne? Ja, ja, richtig Nostalgie. Also man muss das eigentlich auch mal genießen. Es ist so krass. Generell die Mucke in dem Game ist halt schon... Stark, wo ist denn hier der Schamane, Mann? Hier sind heftige Champion-Schamane. Ja, ja. Ah, ich bin gefangen, doch nicht. Alter, ich sehe nur auf dem... Oh mein Gott! Okay, pass mal auf, Max. Mach einen Rücken. Komm mal wieder zu mir. Komm mal zu mir, bitte. Ja. Wir lassen die zu uns kommen. Oh Gott, hier sind ja auch welche! Ja, hier ist alles voll mit der Scheiße. Ich mach jetzt ein Portal. Ja, ich muss weg. Wir sehen uns. Ja. Alter, wie die hier wegknüppelt, Digga. Ey, sie schießt hier alle weg. Ja. Aber ich würde mal kurz auch in die Stadt und den Bogen, den ich gefunden habe, einmal. Es tut uns leid, dass wir jetzt immer in die Stadt rennen. Aber wir wollen. Ja, wir müssen hier safe spielen. Ja. Wir gegen das Spiel. Absolut. So, weil der Bogen ist natürlich. Danke. Wasser. Ja, da sagt sie auch direkt Danke. Okay, ich kann wieder rein. Ja, und Angriffswert ist auch nicht schlecht, aber ich behalte, glaube ich, den trotzdem. Ups. Was macht Angriffswert? Das ist so deine Trefferrate quasi.
Weil du oft ja auch verfehlst. Ja. Wenn du zum Beispiel... Ah, das kann man gerade gar nicht. Doch, hier, Angriffswert. Wenn du bei Geschick, also wenn du C drückst, dann hast du quasi bei Geschick angreifen Wert. Und dann steht da eine Zahl hinter. Und wenn du drüber hoverst, steht da drauf, wie hoch deine Chance bei deiner aktuellen Stärke von Gegnern ist, ihn zu treffen. Sozusagen. War jetzt ein Satz, aha, der nicht so wirklich grammatikalisch richtig war, aber hat man, glaube ich, verstanden. Ist ja auch egal. Ich habe jetzt eine 92%ige Hitchance. Du hast wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil du auch weniger Geschick hast. Ja. Okay. Aber du brauchst das ja auch. Verstanden. Nicht, weil du Zauber machst, eigentlich. Richtig. Ach, die hitten immer. Okay. So. Ein. Okay, wie machen wir das jetzt hier? Ja, wir lassen hier unsere Ladies ein bisschen schießen. Ich denke auch. Und vor allem die nicht wiederbelebt werden können, erstmal machen. Hier, so welche. Oh, hier die krassen Schamanos. Okay, einen haben wir. Schön, jetzt haben wir sie. Wir haben sie gebrochen. Und haben wir einen blauen Bogen. Die Ladies können wir auch irgendwann schon. Hier ist noch einer irgendwo. Hier unten steht einer. Sag, und ihre Schamanen. Alter, wir lagen da 200 Gold. Gold. Ja, das ist heftig, Digga. Oh, hier ist Deckard. Ich hab ihn. Nice. Lass ihn raus aus seiner Box. Ja. Erstmal Schamane. Du, was spoilerst du die Zuschauer? Junge, ich seh den doch hier. So, ich hab ihn mal freigelassen hier. Zack, Alter, wieder da rausgeklettert. Ja, Alter, richtig geslidet. Jo. So, der macht. Verschwindet rasch. Ja, geht doch durch. So, aber das Ding ist, Alter, was ein Arschloch, ne? Können noch verschwindet rasch. Wir können ihn noch clearen. Ja, ey, hier sind aber ordentlich viele krasse Gegner. Ey. Ja, es gibt auch die sogenannten Tristram-Runs. Da macht man einfach ein öffentliches Spiel auf, online. Und, geht mit 8 Leuten quasi hier immer wieder durch. Um zu leveln, um Items zu farmen. Krass. Gibt es nicht auch so grüne Gegenstände? So Set-Items? Genau, Sets gibt's auch. Das sind die krassesten Sachen, ne? Ja, also bei Diablo 3 war das mit den Sets ein bisschen heftiger. Weil die Boni einfach krasser waren. Aber es gibt auch hier welche, die sehr, sehr stark sind. Okay. Also für jede Klasse gibt es mindestens eins. Dann würde ich sagen, nochmal in die Stadt kurz. Ja. So. Und dann reden wir mit Deckard. Reden wir mit Deckard. Kane. Okay. Iggy. Komm nicht durch. Oh. Hier ist er. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren. Ja, danke. Lässt ihn erzählen, oder? Möglicherweise konnte ich nichts tun, um das Unglück zu verhindern, das Tristram verheert hat. Es scheint, ich hatte jetzt gar nicht so gelesen bei meiner Folge, ob die Leute sich auch wünschen, dass wir die erzählen lassen. Könnt ihr ja sonst hier nochmal drunter schreiben? Wieder in der Welt entfesselt. Wie ihr wisst, wurde Diablo vor einiger Zeit unter Tristram besiegt. Und als unser Held triumphierend aus dem Labyrinth unter der Stadt zurückkehrte, feierte er ein großes Fest, das mehrere Tage dauerte. Doch im Laufe der Wochen erzählt jetzt wurde auch unser lang. Held immer wunderlich. Alter Kalle, er hielt sich von den anderen. Hier ist ein richtig krasses Schild für dich, das sollte ich dir kaufen. Das hat 30% Blockchance, weil es 10% erhöhte Chance hat. 15% schnellere Abblockrate, keine Ahnung, was das macht. Guten Tag. Und 11% erlittener Schaden geht auf Mana. Oh krass. Ja, gönn. Das kaufe ich dir. Gönnung. Ja, Leute. Das war die zweite Folge, hart aber herzig, mit Kalle ohne Sterzig. So, hast du sogar nicht anmoderiert, habe ich mich gewundert. Ja, ich war so fasziniert von der Entwicklung dieses Projektes jetzt schon, dass ich das ein bisschen vergessen habe. Ich bin richtig glücklich, dass wir überlebt haben. Ich darf uns jetzt befreien, ganz kurz. Und, Alter, ja, stimmt. Es ist halt ein ganz anderes Feeling instant, ne? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, ich hab das zwischendrin nicht einmal ausgehabt. Ja, ich hab's einmal ganz kurz eben bei Deckard Cain gemacht, hier in der Stadt. Oh mein Gott, Alter! Ja. Ich hatte mich schon legit dran gewöhnt. Alter, wie krass dieses Remastered ist! Ja. Das bedeutet... Alter, einfach eine Stunde so gestört. Ja, was heißt eine Stunde? Es gibt Menschen, die machen es ihr Leben lang schon, ne? Dass sie, ja, aber nicht so rangezoomt auch. Alter, aber das kannst du hier ja wenigstens rangezoomt geben auch, ne? Schaut mal Alisa an. Ja, ja.
Wie generell schön auch, die ist. Geh mal, stell dich mal neben Deckard und guck ihn dir an, wie er jetzt aussieht, und dann drück mal G, Alter Junge, das ist einfach nix. Das ist so heftig einfach. Ja, okay. Scheiße. Das bedeutet, nächste Folge gibt's am Dienstag bei Handorf Uncut auf dem Kanal. Alles verlinkt natürlich. Da seht ihr auch, wann welche Upload-Tage sind. Und nochmal ganz kurz gesagt, alle weiteren Infos natürlich auch zu der ganzen Aktion. Viele Artikel zum Einlesen könnt ihr dann auch nochmal finden in der Videobeschreibung. Und was mir nochmal am Herzen liegt, morgen sind Bundestagswahlen. Ja, wenn ihr wahlberechtigt seid, bitte geht hin und macht Kreuze. Ja, super wichtig. Vielleicht auch im Hinblick auf eure eigene oder die Zukunft eurer möglichen Kinder. Ja? Welt geht gerade übelst unter. Also, könnt ihr was bewegen und die richtigen Kreuze setzen. Das war's von uns. Das war Hart aber Herzig 2 in der zweiten Folge, Digga. Fast verreckt, aber wir haben es geschafft. Mit Kalle ohne Sterzig. Mit Kalle ohne Sterzig. Du musst immer das auch dran sagen. Verschisse den. Jedes den, Mal, immer ne? Das. Ja. Du hast da so die Headline, den Titel ja. Und dann hast du die noch Catchphrase, so. Die Catchphrase, ne? Die Catchphrase, so. Ja. Alles klar, also Hart aber Herzig mit Kalle ohne Sterzig. Ne? Tschüssi. So. Weil er ist nicht hier. Genau. Tschüss.